Es ist gerade genug, dass wir davon leben können, aber mehr nicht. Und alles wegen dieses blöden Unwetters. Oh, oh Fleck, lass das. Ach, Fleck, du bist eine richtige Nervensäge. Ma, er ist doch nur vorbeigekommen, um guten Tag zu sagen, nicht, Fleck? Oh. Nein, nein, die darfst du nicht fressen, Fleck. Die sind nicht für dich gedacht. Nur keine Sorge, Ma. Was Fleck nicht kennt, das frisst er auch nicht. Er ist doch nur neugierig. Also, das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Siehst du's? Jody, wir wollen los. Wiedersehen, Ma. Ich muss paar helfen, Gras zu mähen. Kommt Julia mit? Ja, wenn du willst, nimm Fleck mit. Komm mit, Fleck. Na komm. Wiedersehen. Julia, lass du bloß Fleck in Ruhe. Sieh doch nur, sie will Fleck wohl beschützen. Also Fleck kann gut auf sich selbst aufpassen. Er ist nicht darauf angewiesen, dass du das tust. Brr, Cäsar, brr. Julia hat was gewittert. Du musst keine Angst haben, Fleck. Komm, wir sehen mal nach. Na komm schon. Zurück, Julia. Das arme Tier ist schon fast tot. Bei Fuß, Julia. Es sieht aber nicht verletzt aus. Es ist nur schwach vor Hunger und wahrscheinlich zu alt, um sich eine Beute zu erjagen. Und selbst wenn es dazu in der Lage wäre, würde es nach diesem fürchterlichen Sturm nichts finden. Seine Zähne sehen aber nicht abgenutzt aus, wie bei älteren Tieren. Gut beobachtet. Ich muss zugeben, dass mir das gar nicht aufgefallen ist. Na, du hast mir doch schließlich beigebracht, das Alter von Tieren nach ihren Zähnen zu bestimmen. Also, wenn seine Zähne in gutem Zustand sind, dann muss das arme Tier bestimmt krank sein. Was für eine Krankheit kann das sein? Ich glaube, nicht mal Doc Wilson kennt sich richtig mit Tierkrankheiten aus. Sag mal, Pa, dieses Gras übersteht wohl jedes Unwetter, oder? Weißt du, Junge, manchmal kann die Natur viel stärker sein als der Mensch. Hey, sieht aus, als ob Fleck natürliches Futter viel lieber mag. Was gibt's denn da wieder zu bellen, Julia? Vielleicht hat sie wieder etwas gefunden. Ach, Fleck, du musst keine Angst haben. Hey, Pa, weißt du, warum sie so bellt? Jody, sieh dir das mal an. Bleib du hier. Was denn? Sieh mal. Genau wie die Wildkatze, die wir gesehen haben. Ja, es sieht nach derselben Krankheit aus. Aber wie kann es denn eine Wildkatzenkrankheit kriegen? Wahrscheinlich durch verseuchtes Futter oder Wasser. Weißt du, Junge, aus den Kadavern der vielen toten Tiere entwickeln sich oft Gifte, die sich im Wasser und im ganzen Wald ausbreiten können. Hm, das habe ich befürchtet. Das ist die Schwarzzungenkrankheit. Was ist das? Sie ist ansteckend und absolut tödlich. Sieht so aus, als ob sich die Krankheit im ganzen Wald ausgebreitet hat.
Oh nein. Wir müssen das ganze Gras wieder abladen, Jody. Warum, Pa? Es ist durchaus möglich, dass es von der Krankheit verseucht ist. Oh, bist du sicher? Aber es ist das gleiche Gras, das Fleck den ganzen Tag gefressen hat. Na, dann sorg lieber dafür, dass er jetzt keins mehr frisst, Jody. Ja, das tue ich. Fleck! Fleck! Nein, nicht! Friss das nicht! Fleck, Fleck, hör auf! Nein, Fleck, hör auf! Nein, komm her, Kleiner, komm her! Fleck, Fleck, nein! Fleck, komm her, Kleiner, komm sofort zurück! Fleck! 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 Komm her, Fleck! Komm sofort her! Nein, nein, friss das nicht, Fleck, nein! Hör auf, oh Fleck, hör auf! Werd nur nicht krank, Fleck. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Jody, ich will noch bei den Foresters vorbeifahren und ihnen sagen, was los ist. Darf ich auch mit? Ich glaube, es ist besser, wenn du gleich nach Hause gehst und Fleck im Stall einsperrst. Mhm. Schwarzzungenkrankheit, sagst du? Sieht ganz danach aus. Ja, meine Brüder haben gestern mindestens 30 Kadaver gefunden. Der Sturm hat großen Schaden angerichtet. Erst haben wir unsere Ernte verloren und jetzt können wir nicht mal mehr jagen. Wir sind erledigt, Penny. Ja, das wird ein wirklich harter Winter. Oh, Fleck! Fleck, halt still! Halt still! Willst du wohl hören? Ach, ich bin doch nicht mit Absicht gemeint zu dir, Fleck. Ich versuche doch nur, dich zu schützen. Ich will nicht, dass du dieses verseuchte Zeug frisst und womöglich diese furchtbare Krankheit bekommst. Von jetzt an bekommst du das Gleiche, was wir essen, verstanden? Dann kannst du dich nicht mit dieser furchtbaren Schwarzzungenkrankheit anstecken und sterben. Ach, Fleck, du erwürgst dich ja. Warum vertraust du mir denn nicht, Fleck? Ach, Fleck. Ich denke mir, wenn du satt bist, kommst du auch nicht in die Versuchung, das Gras draußen zu fressen. Hm? Ja, friss lieber das hier. Versuch es doch mal. Schmeckt lecker, nicht? Hier ist noch mehr. Ich komme! Friss schön alles auf, ja, Fleck? Brav, Fleck. Nach dem Abendessen komme ich gleich wieder, ja? Schmeckt gut, Ma. Hier, Junge. Tja, Penny. Wenn wir dieses Gras nicht nehmen können, womit in aller Welt sollen wir dann unser Vieh füttern? Ich werde morgen mit einigen von den Foresters losziehen und nach unverseuchtem Gras suchen. Darf ich auch mit, Pa? Es wird sicher keiner was dagegen haben. Kann Fleck auch mitkommen? Für Fleck wird es besser sein, wenn er hier bleibt, damit er kein verseuchtes Gras frisst. Ach, ich fänd's besser, wenn ihr Fleck mitnehmt. Warum, Ma? Wenn du nicht da bist, Jody, dann stört er mich andauernd. Thank you.
Fleck! Hey, wach auf, Fleck! Oh, Fleck, hoffentlich warst du in der Nacht nicht draußen und hast was gefressen, was dich krank macht. Oh nein! Penny, sieh dir das an! Das muss Meister Petz gewesen sein. Hm, wenn das so ist, warum sind dann keine Spuren da? Fast alle Süßkartoffeln sind weg. Hätte ich sie bloß nicht draußen liegen lassen. Vielleicht hat Fleck sie gefressen. Aber Fleck mag doch gar keine Süßkartoffeln. Nein, nein, das war Meister Petz. Oh, weia. Du hast sie gefressen, nicht, Fleck? Jody! Ich bin hier. Guten Morgen, Pa. Guten Morgen. Du bist ja früh auf heute. Ja, ich bin heute sogar ausnahmsweise früher aufgestanden als Fleck. Fleck ist in letzter Zeit ein richtiger Langschläfer geworden. Jody? Ja? Ich glaube, es wäre gut, einen stärkeren Riegel am Scheunentor anzubringen. Puh. Möchte wissen, ob er es weiß.